Endlich kommt heute unser Bus. So, zuallererst mal zeigen wir euch jetzt was. Wir sind doch in Montevideo in Uruguay. Und die Unterkunft, in der wir sind, die hat eine mega Dachterrasse. Also die Aussicht ist nicht der Knaller, aber die Dachterrasse ist cool, auf der man sich hinsetzen kann und frühstücken kann. Und das ganze Ding hier ist total der alte Bunker. So, jetzt gehen wir mal da nach oben. Und dann zeige ich euch das. Hola, mi amor. Oh, baby. Unser Roadtrip kommt immer näher und ey, schön, dass ihr dabei seid. Wir müssen zuallererst mal Danke sagen. Mehr als 3000 Follower. Damit hätten wir nie gerechnet, dass das in so kurzer Zeit funktioniert. Und ja, riesen Dankeschön an euch, dass ihr euch für unsere Reise interessiert und uns begleitet. Und falls ihr noch nicht dabei seid und noch nicht den Follow-Button gedrückt habt, dann ist jetzt der richtige Augenblick dafür. Für euch ist es gratis, ihr unterstützt uns auf unserer Reise und wir sagen Danke. Diese Woche wird absolut aufregend. Unser Bus soll kommen. Wir sind total gespannt. Wir hoffen, dass alles klappt und wir am Ende der Woche wieder komplett sind und endlich Hermann wieder bei uns ist. Im Grunde sollte auch eigentlich alles gut klappen. Wir müssen uns jetzt, wir müssen zur Einreisebehörde, wir brauchen da ein Papier, dass wir eingereist sind, dass wir hier physisch vorhanden sind, um das Fahrzeug am Ende holen zu können. Und wir müssen uns mit unserem Agenten treffen, also der Mensch, der unseren Container betreut, der dafür zuständig ist, dass der entladen wird. Die gesamte Abfertigung für uns übernimmt dann der Agent, das heißt, wir müssen da gar nicht viel machen. Der nimmt uns bei der Hand hoffentlich und macht mit uns den gesamten Prozess. Einzige Problem ist, Alessandra muss alleine gehen. Der hat uns gebeten, dass nur einer mitkommt, das Auto rauszuholen. Und Alessandra ist schon am Schwitzen, dass sie den Wagen nachher aus dem Container rausfahren muss. Es gibt aber ein Riesenproblem, was wir bis jetzt noch nicht gelöst haben. Wir brauchen eine Kfz-Versicherung und wir haben das versucht von Argentinien aus zu machen, aber die Argentinier haben sich da sehr albern. Man braucht eine Meldeadresse, man braucht zigtausend Papiere, die wollen einen ganzen Haufen Daten haben und außerdem kommt dazu, dass die ein Fahrzeug von 1986 alle nicht versichern wollen. Das heißt, wir haben bisher in 3 Wochen es nicht geschafft, eine Kfz-Versicherung auf die Beine zu stellen. Und Alessandra ist jetzt dran. Wir sprechen ja zum Glück beide Spanisch. Und sie ist jetzt dran, in Uruguay versucht sie jetzt irgendwie die Versicherung auf die Beine zu stellen. Und meldet sich bei den ganzen Versicherungen hier an, spricht mit denen, steht mit denen in Kontakt. Die macht nichts anderes mehr, als vorm PC zu sitzen. Ja, und wir hoffen, dass es klappt, weil wenn wir die Versicherung nicht haben, dürfen wir mit unserem Fahrzeug nicht den Hafen verlassen. Das heißt, wir dürfen da nicht rausfahren. Und so kann der Roadtrip nicht starten. Daumen drücken. Ich hoffe, dass es hinhaut. Da wir aber noch ein bisschen Zeit haben, bis der Container wirklich im Hafen angekommen ist, haben wir jetzt, wollen wir die Zeit nutzen und werden uns Montevideo anschauen. Wir sind gespannt, was uns hier erwartet. Guten Morgen, wir sind in Montevideo. Wir sind hier angekommen am Containerterminal. Oder besser gesagt, wir sind generell in der Stadt, aber hinter mir seht ihr das Containerterminal. Hier kommt in den nächsten Tagen unser Hermann an, wir freuen uns da wahnsinnig drauf. Aber bevor wir den Bus kriegen, müssen wir erstmal ein Ankunftszertifikat uns holen bei der Einreisebehörde.
Und das ist natürlich ein bisschen Papierkram. Uruguay ist dafür bekannt, dass die wirklich für alles einen Stempel brauchen. Und Alessandra steht da schon, weil es ist mega voll. Es wird eine ganze Weile dauern, ehe wir da überhaupt rankommen. Ja, ich bin gespannt, ob das jetzt alles klappt. Ja, mal gucken. Jetzt gehen wir da erstmal hin. Hast du? Ja. Wunderbar. Also, eigentlich hat es jetzt überhaupt nicht lang gedauert. Also, was waren es? 2 Stunden? Ja. Also, also dafür, dass es mega voll war, war das echt nicht viel. Und am Ende wussten die auch sofort Bescheid, dass man es reingekommen hat, die sagt, ich brauche ein Papier für ein Auto. Ja, für ein Auto. Ja, wunderbar. Also das ging ganz schnell. Sozusagen, man musste da nichts lange erklären. 325 Pesos auf dem Tisch. Ja, und jetzt haben wir unser Papier und jetzt geht's ab zum Agenten. So, mal gucken. Ja, was ein Scheiß, ey. Ja, wahrscheinlich haut unsere Versicherung nicht hin. Die läuft auf meinen Namen und die muss auf deinen Namen laufen, weil du ja sozusagen der Eigentümer des Fahrzeugs bist. Jetzt haben wir das gleiche Problem, jetzt haut die Versicherung wieder nicht hin. Und ohne Versicherung kriegen wir das Auto nicht. Ja? Ich setze mich wieder an den Computer und versuche, die Versicherung auf meinen Namen zu ändern. Langsam wird die Zeit knapp und wir brauchen unbedingt diese Dokumente. Die Versicherung sagt, dass es egal ist, auch wenn die Police ausgestellt ist. Aber unser Agent sagt, dass wir so am Zoll wahrscheinlich Probleme haben. Hoffentlich geht das noch zu ändern. Juhu, da ist er. Da ist Hermann. Auf dem Schiff, das ist San Augustin Maersk, hat gestern Abend angelegt. Auf dem Schiff ist unsere Kiste. Und wir waren unserem Bus jetzt seit 4 Wochen nicht mehr so nah wie heute. Also ich kann ihn förmlich riechen. Ich spüre ihn. Ich habe ihn im Urin. Ich merke es im Herzen. Also auf jeden Fall, auf dem Ding ist Hermann in irgendeiner von den Maersk-Kisten. Die laden zum Glück auch heute aus. Da sind wir sehr glücklich drüber. Und jetzt hoffen wir, morgen ist leider Feiertag. Aber irgendwann übermorgen, vielleicht in 3 Tagen, haben wir unseren Bus wieder unterm Hintern. Und dann ist die Familie wieder vereint. Schön, freuen wir uns. Die Hütte, in der wir hier wohnen, also das Haus, das ist irgendwie von 1900. Und die ganzen Möbel, die hier drin stehen, die sind komplett wie in einem Antiquariat. Hier gibt es Bücher von 1906. Wir haben Bücher von 1895 gefunden. Also unglaublich interessant. Und man kommt sich vor, als wie bei einer Zeitreise hier, kann man schon fast sagen. Ja, total krass. Selbst zu 1900, wann ist das Buch gemacht? 1906 ist es hier, glaube ich. Ja. Genau, kurz nach 1900. Und selbst hier gibt es schon Werbung. Also hier gibt es Werbung für Tabletten, für Fleisch. Total cool. Was ist das hier? Ach ja, Frutas. Naranja amarga. Ja, für Frucht. Ja, unglaublich. Also am Ende haben sie schon damals Medizinwerbung gemacht. Ja, aber das Krasseste, was wir gefunden haben, also wirklich das absolut Krasseste, ist das hier. 1895. Das sind alles Fotos. Originalbilder und das sind Bilder aus Rom. Also da haben die irgendwann mal eine Italienreise gemacht. Und man sieht hier Pompeji, Rom in einem Zustand um 1895. Also es ist muy rígido, duro. Mira. Ist wie Pappe. Ja, und es sind nicht nur alte Bücher, sondern es gibt auch alte Gefäße, alte Gläser, total alte Kristallgläser. Und ich habe auch was gefunden aus dem alten Ägypten, glaube ich, ist es. Also ich bin mir nicht ganz sicher, woher das kommt. Aber ich glaube, das ist was sehr Antikes. Ich hol's mal raus. Hoffentlich seht ihr uns hier nicht, dass wir den Schrank hier aufmachen. So, ich hol's jetzt raus. Und ihr könnt ja mal sagen, was ihr glaubt, was es ist. Also, ich glaube, es ist ein Gefäß aus dem alten Griechenland, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber vielleicht wisst ihr ja, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht wisst ihr es ja. So, man muss mal dazu sagen, Uruguay ist das erste Land der Welt gewesen, was komplett Cannabis legalisiert hat. Dementsprechend ist es hier ja komplett freigegeben. Also man kann es hier in Apotheken kaufen, das riecht hier überall nach Cannabis. Und es ist 0,0 unter Strafe gestellt und man kann hier ja sich damit komplett frei bewegen. Ich glaube, das kommt daher. Ja, geil. Unser erster Strand. Wir sind am ersten Strand in Südamerika.
Ja. Und wir sind mitten in Montevideo. Montevideo hat, hat lauter wunderschöne, also zumindest mal aus der Ferne, wunderschöne Sandstrände. Die sind schon arg zugemüllt, aber wenn man in die Ferne guckt, sieht man es nicht. Und irgendwie ist es eine total coole Stimmung, weil man sieht halt die Stadt und vorne dran ist der weiße Strand. Ja. Ja, auf jeden Fall ist heute, wie ihr seht, ein bisschen kälter. Aber mit der Sonne und jetzt am Strand, ja, da kann man sich schon mal hinsetzen und eine Weile warten. Ey. Björn ist total stolz auf seinen neuen Stuhl. Den muss er natürlich gleich überall ausprobieren. Wir sind eigentlich hier unterwegs in Montevideo, weil wir haben ja seit Deutschland noch voll die Challenge. Wir haben ja unsere Stühle, also wir hatten so relativ große Campingstühle und die haben wir da gelassen, die haben wir in Deutschland gelassen. Einer war kaputt und der andere, naja, die haben uns halt genervt. Auf jeden Fall haben wir gesagt, ja, wir bestellen die noch kurz vorm Abflug, haben wir nicht hingekriegt. So, Moral von der Geschichte ist, dass wir gesagt haben, ja, kaufen wir in Südamerika, ist ja nur kein Problem. In Argentinien ist die Versorgungslage echt, naja, also man kriegt Stühle, aber die sind so, die halten vielleicht einen Monat, dann tut ja der Rücken weh und kannst du auch irgendwie nicht für so gut, also es passt nicht. Es ist einfach, hätten wir auch unsere alten mitnehmen können. Und jetzt haben wir in Montevideo einen Decathlon gefunden und haben gedacht, naja, komm, fahren wir dahin. Da gab es ja einen Stuhl, der uns doch ganz gut gefallen hat, den wir eigentlich haben wollten. Naja, den gab es natürlich nicht. Und dann sind die Preise hier in Uruguay doppelt so teuer wie in Europa. Also wirklich doppelt so teuer. Also wir zahlen in Deutschland definitiv die Hälfte für das, was wir hier ausgegeben haben. Und ich habe gedacht, naja, ehe ich jetzt gar keinen Stuhl habe, kaufe ich einen Stuhl. Ja. Naja, Alessandra meint, nö, 50 Euro für so einen Schrott, also Schrott, gebe ich nicht aus. Ja, jetzt habe ich einen Stuhl, Alessandra hat keinen Stuhl. Jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit der schwäbischen Sparart hier noch einen guten Stuhl finden. Ja. Also sie kauft in Argentinien. Total geil. Heute ist unser großer Tag. Wir haben die Nachricht bekommen, dass der Container abgeladen wurde. Der steht jetzt bereit in so einem Bereich, wo man dann eben sein Auto ausladen kann. Und jetzt werden wir mit dem Agenten dahin fahren. Und dann sind wir hoffentlich wieder bei unserem Bus. Ich sitze mit unserem Agenten Eduardo im Auto. Wir fahren zu unserem Container und die Spannung steigt. Ich bin froh, dass Björn doch mitkommen kann. Dann muss ich den Bus nicht aus dem Container rausfahren. Während der erste Container geöffnet wird, steigt natürlich die Spannung. Wir hoffen, dass alles heil ist, dass der Wagen fest war, verzurrt war, sich beim Wellengang nicht gelöst hat, irgendwas kaputt gegangen ist. Wir sind gespannt. Schön, ich freue mich. Da muss listo para que te vaya.
Wie geil, echt. Ein Jahr haben wir auf den Tag gewartet. Ein Jahr haben wir auf diesen Tag gewartet und jetzt geht's endlich los. Sieht soweit alles gut aus. Unsere beiden Container-Buddies, die fahren jetzt zuerst raus. Dann sind wir dran. Ja, und dann haben wir endlich wieder Hermann. Dann sind wir endlich wieder vereint. Wie schön, ey. Super! Algunas gotas, no? So, meine Lieben, da ist er. Guck mal da. Wir sind draußen und es hat echt alles gut geklappt. Ja, total cool. Nichts passiert. Der Wagen läuft. Kein Öl, kein Wasser, kein nichts. Wunderbar, so soll es sein. Und es dauert jetzt hier aber noch eine Weile, weil guckt euch das mal an hier. Hier ist alles voll mit Autos, die auch ausgeladen werden. Und einige müssen halt erst noch das Dach aufbauen. Andere müssen die Räder noch anschließen. Ja, und da sind unsere Container-Buddies und wir. Und bis wir hier raus können, müssen wir halt warten, bis alle da sind. Ja? Also man fährt hier in der Gruppe raus und hilft sich jetzt hier gegenseitig, bis eben alle Fahrzeuge vom Platz kommen. Am schlimmsten ist auf jeden Fall er mit seinen Rädern, weil er muss jetzt wirklich alle vier Reifen tauschen, weil sonst hätte er in den Container nicht reingepasst. So, jetzt gucken wir mal, wie schnell wir hier fertig werden und dann fahren wir vom Platz runter. Ja, bei uns war es ja verhältnismäßig einfach. Also der hier zum Beispiel, der musste 30 cm runter, weil er zu hoch war und ist komplett ohne Reifen in den Container reingefahren. Das hat eine ganz schöne Weile gedauert, das wieder zu regeln. Ja, die sind hier übrigens die allercoolsten. Die sind direkt aus Korea hierher gefahren. Ja, also mit dem Auto nach Hamburg und dann mit demselben Verschiffer wie wir. Und jetzt mit ihrem Auto aus Korea die Panamerikaner. Eine geile Nummer. Zum Glück haben wir am Ende alle Papiere von der Versicherung bekommen. Und so kommen wir auch ohne Probleme über den Zoll. Na, Bulli? Bulli! Jawohl! Wir haben es geschafft. Ja. Wir sitzen im Auto. Erstmal die Mayonnaise wegmachen hier. Was leckeres Futter und wir haben so einen Hunger gehabt. Und das erste Mal, dass wir was Günstiges zum Essen bekommen haben in Uruguay. Also, wir sind auf dem Weg. Wir fahren jetzt raus aus Montevideo. Und sind froh, dass wir Hermann wieder haben. Und wir fahren jetzt über Land zu einer Finca. Da wurden wir eingeladen. Das wird sicher völlig interessant. Aber darüber sprechen wir im nächsten Video. Für heute ist Schluss. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ciao.